Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Dräger, für die Fragen, die Sie hier gestellt haben. Ich möchte dazu gerne kurz die Gelegenheit zur Stellungnahme ergreifen. Und zwar die ersten Veröffentlichungspflichten, die Sie genannt haben, Einsenderverzeichnisse, Tagebücher, Aktenpläne, Aktenordnung, die stehen bereits jetzt schon im geltenden Informationsfreiheitsgesetz. Sie sind keineswegs eine grüne Erfindung als Neuigkeit, sondern sind bereits geltendes Gesetz zur Veröffentlichung. Und insofern glaube ich, dass ich Sie als jemand, der sich an Recht und Gesetz hält, ja auch auf meiner Seite zu haben, dass wir es weiterhin gelten lassen wollen, insbesondere wenn sich das bewährt hat. Insofern hoffe ich, dass ich Ihnen da den grünen Monsterzahn gezogen habe. Ja, das ist bereits geltendes Gesetz. Insofern werden Sie verstehen, dass wir es fortgelten lassen wollen. Zweitens haben Sie gefragt, was soll das kosten, wer soll das bezahlen, was hat der Berliner davon? Genau diese Frage stellen wir uns auch und die haben wir auch im Einzelfall geprüft. Das ist der Paragraph 5 unseres Gesetzes, den Sie teilweise sehr unvollständig zitiert haben. Und ich glaube, da sind eine ganze Menge von Informationen drin, die die Berlinerinnen und Berliner interessieren und die vor allen Dingen bereits die Verwaltung erhebt zum größten Teil. Sie haben es selber gesagt, diese Daten sind vorhanden. Es ist nur der Aktendeckel drauf. Man muss hingehen zum Amt, man muss sich interessieren und selber sehr genau recherchieren, wann und wo hole ich das. Aber eben der Gedanke, den Hamburg da gebracht hat, den die Open-Data-Bewegung hat, den Wikimedia, mehr Demokratie, der Chaos Computer Club, Linke, Piraten, Grüne, aber auch SPD und CDU in Hamburg hatten, ist eben diese Daten grundsätzlich zu veröffentlichen, dort, wo es mit wenig Mehraufwand verbunden ist. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Natürlich, wir haben eine Übergangsfrist von 2 Jahren vorgesehen und wir wollen natürlich, dass Daten zukünftig so erhoben werden, dass Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sie zu veröffentlichen sind. Das kann vielleicht ein ganzes Verwaltungsleben dauern, aber ich glaube, wir müssen nur den Mut dazu haben, diesen Schritt zu wagen, Herr Dräger. Und ich habe Sie häufig so erlebt, dass auch Sie eigentlich eine Politik wollen, die sich wieder aufmacht, die was für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt machen wollen. Und deswegen bin ich Ihnen aber schon sehr dankbar, dass Sie verhandlungsfähiger sind als Kollege Roland Gewalt vor 13 Jahren und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Möchten Sie antworten? Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit. Bitte. Ja, lieber Herr Kollege Lux, also Sie können davon ausgehen, dass wir sehr intensiv Ihre Vorschläge prüfen werden. Aber Sie können nicht bestreiten, dass es einen erheblichen Verwaltungsaufwand erzeugt, jedes Dokument, das ins Internet gestellt wird, zunächst einmal daraufhin zu untersuchen, ob personenbezogene Daten, schützenswerte Daten betroffen sind. Wenn das der Fall ist, müssen die geschwärzt werden. Dann müssen die Dokumente neu eingescannt und in irgendeiner Weise informationstechnisch bearbeitet werden und das Ganze aktualisiert werden. Fragen Sie die Bezirke und fragen Sie die Staatsverwaltung. Sicherlich mag es auch Unwilligkeiten geben gegenüber technischen Neuerungen. Und ich bin ganz bei Ihnen zu sagen, dass wir natürlich innovativ sein müssen. Aber wir müssen auch verantwortungsbewusst sein. Und deswegen sollten wir genau im Detail zu definieren versuchen, wo eine Informationspflicht Sinn macht und wo es zu einer völlig überflüssigen Bürokratie führt. Denn wir haben auch eine Finanzierungsverantwortung. Und ich bin sicher, auch der wollen Sie gerecht werden. Jedenfalls werde ich Sie dann an gegebener Stelle wieder daran erinnern. Vielen Dank.